So, Elektroauto, die zweite. Es ist ja oft die Diskussion jetzt über Elektroautos und jetzt ist ja so ein Beitrag da veröffentlicht worden mit den Preisen. Ne? Ja, ich weiß nicht, was steht da, 1,5 oder 1,20 für eine Kilowattstunde. Ja, das sind die super Schnelllader, die irgendwo an der Autobahn stehen. Ne? Das braucht man, wenn man mit dem Elektroauto jetzt fährt. Also ich brauche das eh nicht, ne? Aber ich sag mal, irgendwie, wenn man so ein billiges Auto sich geholt hat hier von, was ich, VW oder die anderen billigen Dinger, ne? Da ist ja kein, die haben ja keine Supercharger wie bei Tesla. Da muss man dann, wenn man mal weitere Strecken fährt, vielleicht irgendwann mal schnell aufladen. Dann hängt man da 10 Minuten dran oder 20 Minuten und dann braucht man ja nicht vollladen oder so viel wie zum Weiterfahren. Das ist natürlich teuer, aber die müssen natürlich auch Miete zahlen, stellen die Dinger hin mit den Schnellladern, da muss man halt bezahlen. Üblicherweise, wenn man jetzt nicht gerade einen Tesla fährt, so wie ich, wo dann eine Flatrate drin ist, bei mir ist ja Flatrate drin, da kannst du einen, so solche, auch in der Ladegeschwindigkeit, wie das Ding ist, also für den Preis, lade ich ja kostenlos, weil das bei mir damals drin war im Auto und ich fahre den Supercharger immer kostenlos so, ne, so. Aber das ist ja kein Vergleich, weil die, wenn man sich jetzt die anderen holt da von anderen Herstellern, von Hyundai, so ein Ioniq zum Beispiel wird ja viel gefahren oder von Renault hier, die kleinen Dinger, ne. So, da muss irgendwo aufladen gehen. Die meisten Leute haben ja eine Garage und können zu Hause aufladen. Das heißt, du hast den normalen Strompreis, den du hast jetzt hier, 25, 30 Cent und Dingens. So. Meisten sind noch geizig, haben eine Photovoltaikanlage. Bei einer Photovoltaikanlage hast du so Gestehungskosten, wenn die so gerechnet werden, von 9 Cent. Also wenn du die Anlage umrechnest. Sonst hast, weil du hast ja auch, kriegst ja auch, glaube ich, jetzt nur noch 8 Cent oder so, wenn du ins Stromnetz einspeist. Das heißt, dann kannst du, wenn du deinen eigenen Solarstrom verbrauchst für dein Auto, kannst du die 8 Cent rechnen, weil du könntest ja im Stromnetz auch nur die 8 Cent verdienen. Ne? Im Winter musst du natürlich aus dem Stromnetz beziehen. Da hast du den normalen Strompreis. Dann jetzt zum Beispiel in dieser Rechnung da, die da, diesem Beispiel, ich weiß nicht, wie die darauf kommen, wie die auf 29 Euro kommen. Bei 1,05 Euro. Also der Tesla, ich habe das dickste Auto von Tesla, Model X. Der verbraucht auch am meisten, der verbraucht jetzt, du kommst immer auf die Geschwindigkeit an, ne? Also wenn du schnell fährst auf der Autobahn, also das ist ja bei 125 Stundenkilometer, verbraucht er 22,5 Kilowattstunden. Jetzt weiß ich nicht, wie man mit 22,5 Kilowattstunden bei 1,05 € auf 29 Euro kommt. Das ist auf jeden Fall immer weniger. Und wenn du jetzt ein kleineres Auto fährst, so ein kleiner Renault oder so, da fährst du so eine 100 auf der Autobahn oder mit einem Model 3 von Tesla, verbrauchst du nur vielleicht 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Auf der Autobahn. Wenn du in der Stadt fährst, viel, viel weniger. Also es liegt an dem Wind nur. Ne? Wenn du in der Stadt fährst, dann verbraucht er vielleicht, also im Sommer, 10 Kilowattstunden, selbst das dicke Auto. Weil du bremst ja immer wieder und beschleunigst immer wieder und hast keinen Windwiderstand, so gut wie keinen, weil du ja nur langsam fährst, du fährst ja nur 30, 40 oder so. Also wenn du jetzt nicht immer stark beschleunigst oder so. Ne? So, deswegen diese Rechnung da mit den Kilowattstunden, das ist, ich weiß gar nicht, ob es ein Auto gibt, was so viel Strom verbraucht. Weiß ich jetzt nicht. Kenne ich ja gar nicht. Also, gibt's nicht. Ja. So, aber, so, jetzt habe ich ja gesagt, du lädst dann auch immer so billig wie möglich. Viele haben ja an den Firmen kostenlose Lader. Ab und zu findet man auch kostenlose noch beim Lidl. Auch Gleichstromlader sogar, ne? Da kannst du dann kostenlos laden. Aldi hat auch kostenlose Lader. Die sind auch gut stark frequentiert. Wenn du da ja, einkaufen gehst, lädst eine Stunde auf und dann hast du eigentlich, wenn du jetzt nur in der Stadt fährst, genug, um eine Stunde, eine Woche zu fahren. Ne? Und da wird auch nicht das Stromnetz überlastet. Also, wenn die jetzt alle Elektro fahren, also das ist genug. Die Leute sind ja auch so geizig, dann werden die über ihre Photovoltaikanlage laden. Viele kenne ich, die eine Photovoltaikanlage, die das können. Wir jetzt nicht, oder da, wo das Auto jetzt steht, das steht in der Tiefgarage und da gibt es keine Möglichkeit zu laden. Geht auch, dann musst du immer an öffentliche gehen oder jetzt bei uns an Supercharger. Dann lädst du schön auf und dann steht er da ein, zwei Wochen rum und kannst immer ein bisschen rumfahren. Und dann nächstes Mal, wenn eine lange Strecke, dann fährst du wieder am Supercharger vorbei und ist ja eben jetzt bei mir noch kostenlos, ne, bei Supercharger. Ja. Und diese 1,05 € ist einfach die teuersten. Ach so, wenn du jetzt normal lädst hier bei der Stadtwerke ohne besonderen Vertrag, ich glaube, da zahlst du 35 Cent.
Und sonst hast du solche Karten, die dann bei verschiedenen Ladenetzen funktionieren. Ich habe Maingau-Karte zum Beispiel, da gucke ich ja nicht drauf. Also wenn ich da mal laden muss, unbedingt oder so, ne? Wenn ich da oder keinen Bock habe, zum Supercharger zu fahren, dann lade ich da mit der Maingau-Karte und dann sind das so, was weiß ich, 40, 50 Cent, 30. Und das, weil ich eine habe, die überall funktioniert, aber ich habe keinen monatlichen Betrag. Wenn man einen monatlichen Betrag macht, irgendwie dann 10, 20 Euro oder Flat gibt es da, glaube ich, auch, dann bezahlt man, ich glaube, Flat bezahlt 50 Euro im Monat. Und sonst bezahlst du 10 Euro oder 5 Euro im Monat und dann hast du da auch günstigere Kilowattpreise. Ja, also. So, das war zu den Preisen. Genug geschwafelt. Ciao.